Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin, niedergelassen in eigener Praxis seit mittlerweile fast 16 Jahren. Und ich habe heute Morgen von einer Patientin eine E-Mail bekommen und möchte das, was sie mir empfohlen hat, dir jetzt auch empfehlen. Und zwar, ganz interessant, da gibt es auf Netflix, deswegen gucke ich hier gerade in meinem Handy, das habe ich nämlich hier drauf, ein Film und der heißt, so, Erkrankt. Gucke ich mal, ob ich es in die Kamera zeigen kann, aber das ist irgendwie hier, ja doch, ich kann es zeigen. Hier. Der Film heißt so, das ist der Trailer, der da gerade läuft. Jetzt gucke ich mal, ob man es sehen kann. Ob es scharf stellt, ich bleibe mal so. Ja, genau, Erkrankt auf Netflix, musst du so eingeben. Wenn du Netflix hast. Geht 45 Minuten. Also ich habe ihn mir gleich mal angeschaut heute Morgen um 6 Uhr. Ich habe es um 6 Uhr heute Morgen schon gelesen. Und habe mir intravenösen Sauerstoff gegeben und lag dann da und hatte die Zeit, mir das mal anzuhören. Und hochinteressant, also da wird thematisiert, erste Patientin, die eine Elektrosensitivität hat, die also so stark gegen Handystrahlen, WLAN-Strahlen, auch Hochspannungsmasten und so weiter reagiert, dass sie richtige Schmerzen bekommt und erschöpft ist. Und die wird natürlich von den normalen Ärzten nicht für voll genommen, weil die glauben ja, die wäre nicht mehr ganz dicht in der Birne, gell? Um das mal auf Deutsch zu sagen. Und ich habe einige von den Patienten auch bei mir in der Praxis gehabt und ich habe sie immer für voll genommen. Ich habe Patienten gehabt, die haben sich Aluminium unter ihre Mütze getan, weil sie sagen, ich halte die Strahlung hier in der Großstadt nicht aus. Okay? Und ich habe sie für voll genommen und ich habe mit ihnen dann gesprochen und wir haben uns Dinge überlegt, wie wir ihnen helfen können. Dann wird ein weiterer Patient hier gezeigt, der hat einen Epstein-Barr-Virus so stark gehabt, dass er also gar nichts mehr machen kann. Das habe ich hier auch schon gehabt und die Leute wurden auch von vielen Ärzten überhaupt nicht für voll genommen. Und dann wurde auch noch diese Erkrankung hier erwähnt und zwar heißt die ME, wurde auch in diesem Film erwähnt. Und hatte auch mal wieder noch niemand gehört, myalgische Enzephalomyelitis. Ich zeige es mal in die Kamera. Ich habe heute keinen Scheinwerfer. Also ich hoffe, man kann es auch so erkennen. Gell? Ich mache das hier. Das ist für Ärzte hier. Und geschrieben, da sind die Studien drin. Myalgische Enzephalomyelitis. Da werden die Nerven angegriffen, man weiß noch nicht ganz genau warum, aber es werden natürlich auch Herpesviren hier erwähnt und toxische Belastungen und das ist also ein ganz, ganz, ganz starkes Erschöpfungssyndrom und ich habe Patienten, die das tatsächlich haben und hier sind Studien drin, wurde bis dato von den Krankenkassen zum Beispiel noch nicht anerkannt, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, aber diese Geschichten hier, also hoch interessant, man darf das gar nicht so laut sagen, was da alles dann dazu führt. Aber wenn ich ein paar Worte vorlese, dann, ich lese mal nicht alles vor, gell? Schwere psychische Traumata, Schwermetallbelastungen, toxische Chemikalien, Bluttransfusionen, Schleudertrauma, Rückenmarksverletzungen, Operationen, Enterovirus, Epstein-Barr-Virus, humaner Herpesvirus, Typ 6 und Typ 7, Zytomegalivirus, Parvovirus, B19, Chlamydien, Mykoplasmen, Coxiellen und so weiter. Werden hier alle erwähnt und das sind ja genau die Dinge, die ich immer sage. Gell? Und wenn man hier jetzt noch die Strahlung mit reinbringt, die hier auch in diesem Film erwähnt wird, dann haben wir das volle Potpourri der ganzen Misere hier auf unserer Welt, die immer mehr chronische Krankheiten macht. Und diese Leute, die man hier in diesem Film sieht, erkrankt heißt er,
Die gibt es immer mehr. Es werden auch Schimmelpilze hier gezeigt. Eine Patientin, die enorme Belastung hat mit Schimmelpilzen und darauf reagiert und völlig fertig ist. Und das sind eben die Dinge, mit denen beschäftige ich mich seit vielen Jahren. Und das sind die Dinge, die in der Schulmedizin überhaupt nicht verfolgenommen werden. Ich werde ja von den Schulmedizinern nicht verfolgenommen. Die lachen ja über mich, mehr oder weniger. Hochmut kommt vor dem Fall, sage ich immer, aber mir ist es wurscht. Die Patienten sitzen hier und sind zum Teil bitter enttäuscht von der Schulmedizin. Nicht alle, aber es gibt halt diese Patienten hier. Und denen wird nicht mal, wenn sie privat versichert sind oder gesetzlich versichert, kann man eh vergessen, kein Cent von ihrer Kasse bezahlt. Weil das ja gar nicht anerkannt wird. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, hey, ich habe eine Elektrosensitivität, dann gibt er dir ein Antidepressivum und schickt dich zum Psychiater. So sieht es nämlich aus. Und bei vielen ist es auch so, wenn man sagt, ich habe eine Epstein-Barr-Virus-Infektion und bin völlig fertig. Oder ein Herpes Typ 6 oder Zytomegalie. Dann sagt er, kann nicht sein. Das gibt es nämlich nicht. Das ist eine Mononukleose, die hat man und dann hat man sie durchgemacht, dann hat man Antikörper und dann ist es wieder weg. Das stimmt halt nicht, das weiß man auch heutzutage. Aber vielen Ärzten ist das offensichtlich immer noch nicht bekannt. Ich möchte es hier wirklich nicht kritisieren. Ich möchte den Film hier vorstellen, den kannst du dir mal anschauen auf Netflix. Erkrankt heißt der, finde ich klasse, dass auch sowas mal im öffentlichen Fernsehen gezeigt wird. Ist natürlich ganz dramatisch, was man da so sieht, aber es stimmt einfach. Solche Leute gibt es tatsächlich. Und die sollte man auch ernst nehmen. Und dann noch eins zum Abschluss bitte. Wenn man hier diesen Film zum Beispiel anschaut oder diese Patienten von mir nimmt, denen so Hundeelend geht, die wirklich fertig sind, wie diese in dem Film, dann sind die bei 100% schon. Die haben 100% von der Erkrankung, will ich mal sagen. Aber es gibt von 0 bis 100, alles. Und jetzt stell dir mal vor, ein Mensch hat zum Beispiel Epstein-Barr-Virus bei 20%, Borreliose bei 10%, also ganz wenig mit Borreliose, aber er hat Borreliose-Symptome. Er hat toxische Belastungen bei 30%. Und dann sitzt er noch in einer starken Strahlung, weil er in der Großstadt wohnt und in einem Großraumbüro arbeitet, hat er 40%. Und jetzt schüttet es alles mal in ein Gefäß rein, schüttet es alles zusammen. Dann sind wir schon bei 80%. Also es ist immer die Frage, wie viel von was? Und es ist nicht nur der Epstein-Barr-Virus und es ist nicht nur die Elektrosensitivität. Es sind immer mehrere Dinge. Man hat immer Läuse und Flöhe. Und wenn zu mir ein Patient kommt, der sagt, ich habe eine Borreliose, helfen Sie mir. Dann sage ich, jetzt gucken wir erstmal, was Sie alles sonst noch haben. Und wie stark denn die Borreliose auch da ist. Also das ist auch wichtig. Bitte genau diagnostizieren. Okay? Also, schöner Film. Na, schön ist er nicht, aber sehr aufschlussreich. Erkrankt auf Netflix. Okay? Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.